Servus, liebe Freunde. Heute mal wieder ein Video mit Gruselgeschichten. Deswegen ist es hier auch so dunkel. Deswegen und weil viele Lampen bei uns kaputt sind. Das passiert. Da kann man nichts dagegen machen. Es war etwas Mystisches. Oh mein Gott. Die Lampen sind kaputt! An diesem Abend darf Annas Freundin Katrin bei ihr übernachten. Sie sehen fern, erzählen sich Geschichten und machen irgendwelchen Mist. Dann schlafen sie irgendwann in der Nacht einmal ein. Tief in der Nacht wird Katrin von schönen und traurigen Klaviertönen geweckt. Anna, hörst du das? Flüsterte sie. Anna fragt verschlafen. Oh, was ist denn los? Da erzählt Katrin ihr von den schönen Klaviertönen. Beide schleichen sich auf den Dachboden, woher die schöne Musik kommt. Sie schauen durch die einen Spalt weit offene Tür. Dort sehen sie eine verschleierte Gestalt, die vor dem Klavier sitzt. Dann schleichen sich die beiden rein. Der Boden ist etwas morsch. Er knackst. Die Gestalt bemerkt sie. Die Gestalt dreht sich um, aber die Kapuze hängt so tief im Gesicht, dass man das Gesicht nicht sehen kann. Panisch packt Anna den Besen, der neben ihr steht, und schlägt panisch um sich. Zu ihrem Entsetzen sieht sie, dass die Gestalt unter ihrer Kapuze das Gesicht eines bloßen Totenschädel hat. Die verschleierte Gestalt wehrt sich. Sie packt die beiden, reißt sie mit und verschwindet mit ihnen im Spiegel. Die Älteren, die eine Etage niedriger in ihrem Schlafzimmer schlafen, haben den Lärm gehört. Die Mutter ruft: Anna, was macht ihr? Anna! Anna! Toni und David waren Freunde. In den Ferien machten sie zusammen Urlaub in einem Ferienhaus in Italien. Die Familien der beiden waren natürlich auch mit dabei. Heute wollten sie an einem See in der Nähe baden gehen. Als sie dort ankamen, legten Toni und David die Decken nebeneinander, gingen ins Wasser und begannen zu schnorcheln. Es war ein buntes Tauchen. Sie sahen Seeigel, Seesterne, Fische und sogar einen kleinen Oktopus haben sie gesehen. Plötzlich zog Nebel auf. Die beiden merkten es aber gar nicht, da sie viel zu beschäftigt damit waren, Wesen unter Wasser zu beobachten. Doch auf einmal wurde das Wasser total trüb. Die zwei tauchten auf. Dann bemerkten sie erst, dass Nebel aufgezogen war. Die beiden einigten sich darauf, in eine Richtung zu schwimmen, von der sie meinten, dass in dieser Richtung der Strand lag, von dem sie gekommen sind. Sie schwammen dann eine ganze Zeit, meinten dann aber, dass sie so lange rausgeschwommen sind, dass es noch lange dauern würde, bis sie das Ufer erreichen würden. Irgendwann zog der Nebel dann ab und die Sonne kam heraus. Die beiden sahen sich um und erschraken. Sie sahen keinen Horizont, nur überall Wasser, Wasser und Wasser. So, liebe Leute, das war's mit zwei Gruselgeschichten. Ich hoffe, ich hab's gut rübergebracht und ich hoffe auch, dass es euch gefallen hat. Wenn es euch gefallen hat, wie immer gerne den Daumen ab, favorisieren, teilen mit Freunden, gerne auch abonnieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Wir sehen uns dann die Tage, haut rein.